Und das Spiel meldet sich damit von Shakes and Fidget mit einer kleinen, aber feinen News. Heute um 16 Uhr, wie gehabt, Freitag, wird ein neuer Server starten, nämlich W19 International, die 19. internationale Spielwelt. Ich bin ja hier auf welt14.de und seit einiger Zeit kommen fast nur noch internationale Server raus, mit Ausnahme zum Beispiel des Speed-Servers etc. Aber mal schauen, was da so abgeht. Ich meine, W18 liegt jetzt doch schon, glaube ich, eine Zeit in der Vergangenheit und wir schauen uns mal die Hexe an. Talismane, natürlich keine Waffe, aber ich habe hier Edelsteine bekommen. Intelligenz und vielleicht will das jetzt irgendjemand haben. Moment mal, wie war das? Habe ich dafür einen Edelstein benötigt? Genau. Yo, und ich glaube, das verwende ich jetzt, auch wenn der Stein nicht der allerbeste ist. So, außerdem habe ich ein Level-Up erreicht, ich kann die alle mal hochziehen. Neuer Server, neues Glück, der Schilling ist also zurück, um 16 Uhr geht's los. Und das Gute ist, an diesem Wochenende findet mal nicht so ein Epic-Event oder was auch immer statt. Oder ich gebe dem einen schwarzen Edelstein. 3,35 ist nicht der allerkrasseste, aber doch krass genug, dass man das machen kann. Yo, bekommt er jetzt einfach mal und ohne lange zu fackeln, rein damit. Okay, also Bampidam, Bampidam. Das kann sogar noch ins Klo. Oh, das muss aber warten, weil das wäre unnötig, das heute ins Klo zu werfen. Da bekomme ich 50, bin bei 990 und danach, ja, da fehlen noch 10. Da muss heute ein Edelstein rein, dieser kleine Intstein. Und morgen noch einer, dann bin ich durch. Also, was wollte ich sagen? Wo waren wir gerade? Hört auf, mich immer abzulenken. Ja, Server, internationaler Server. Oh! Das ist sogar noch ein Upgrade, was ist denn da los? Richtig alter Edelstein hier. Und ansonsten, verflixt und zugenäht, jetzt helft mir doch mal, ich war gerade im Redefluss. Der neue, ja genau, Erfahrungspunkte-Event. Endlich mal ein feines Event hier, direkt für den Serverstart. Denn ich finde, ein Serverstart, klar, es geht immer um die Ausdauer, je länger jemand zockt und so weiter, dann hören die Leute auf, dann kann man sowieso die Top 50 erreichen, wenn man von Anfang an dabei ist, aber naja, das Event nach dem Serverstart direkt ist ja doch immer eines der witzigsten, vor allem wenn ein 5er-Event läuft, nur, also im Prinzip alles außer Raritäten und Epic-Event, das sind die beiden, die man nicht so gerne haben möchte, weil das Epic-Event, davon hat man null nada niente Nüsse, rein gar nichts, und das Raritäten des Wallis-Event, naja, die Festung und so muss jetzt auch nicht unbedingt gepusht werden. Ja, und hier hat sowieso jeder immer 0, was auch sehr gut ist. Also, Erfahrungspunkte-Event am Samstag und am Sonntag. Was wollte ich jetzt nochmal genau drehen? Eine Sache, ich finde es immer lustig, wenn ein neuer Server startet, sind plötzlich wieder Flimmerkisten auch am Desktop da. Und seit gestern irgendwie habe ich wieder Flimmerkisten gesehen, ohne Ende. Das bedeutet, ein neuer Server ist nicht mehr weit entfernt, sodass die Leute ohne Pilze auch ein bisschen was machen können. Hier zumindest für das Glücksrad. Glaube ich zumindest, keine Ahnung, oder ist einfach nur ein Zufall. Und wer jetzt sagt, aber nö, bei mir sind schon lange die Flimmerkisten wieder da. Erstens, ich spreche nicht von der App. Und zweitens, ja, das kann sein. Hier, boah, 181 Millionen nur durch das Drehen, auch jetzt wieder. Das kann sein. Die sind nämlich von Land zu Land unterschiedlich und wenn ich mit einer österreichischen IP surfe, dann ist das eben ein bisschen anders. So, genau, zu viel mal dazu. Punkt 16 Uhr geht die ganze Geschichte online und dann kann man loszocken. Erster Tag noch ohne Event und dann am Wochenende Erfahrungspunkte. Wir kämpfen mal bei den Begleitern. Boah, habe ich echt so nachgelassen? Das kann doch nicht so viel ausmachen, wenn ich da nicht täglich immer 5-mal kämpfe und gewinne. Weil die Abenteuerlust, die mache ich immer. Und von da gibt es ja eigentlich den Großteil der Früchte. Diese 5 Früchte, die fallen ja nicht so stark ins Gewicht, oder? Von den Begleiterkämpfen. Und ich hole mir ja nicht 0, sondern eher nur, keine Ahnung, 2, 3 und nicht immer die 5. Eine Frucht ist hier schon mal da. Und im nächsten Kampf bin ich in Gefahr. Boah, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen jetzt, würde ich mal sagen.
Wenn ich eine 10er-Quest finde, würde ich sogar überspringen. Nö, aber eine schlechte 10er. Wie viele Treibsanduhren habe ich wieder? 34, na das ist ja wunderbar. Sehr schön, okay. Na dann Wasser gegen Wasser. Wir haben fast das identische Level, also da kommt es nur auf die Würfel an, die jetzt gefallen sind. Mal schauen, ob sie mir gefallen. Ja, das wird echt eine haarige Angelegenheit. Knapper geht es ja fast gar nicht mehr, glaube ich. Okay, Fluoch gegen Fluoch. Boah, jetzt hat er aufgeholt. Paar Turtle gegen paar Turtle. Und jetzt habe ich wieder aufgeholt. Okay, Kampf der Giganten. Hydro Spear in der einen Ecke und Hydro Spear auch in der anderen Ecke. Die Quoten stehen 1:1. Und es war mein Hydro Spear. Ich habe mal Glück. Danke für die Frucht. 551 Julian Styler. Was ist denn los mit dir? Wo haben wir denn den Julian Styler? Warum bekomme ich jemanden mit diesem Level? Ich meine, beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger, aber nehme ich gerne mal an und kämpfe wie ein Mann gegen dich. Werde ich auf dem Server zocken? Mit Pilzen vermutlich nicht, aber den Serverstart sehe ich mir wie immer an. Wer wissen möchte, welchen Namen ich mir sichern konnte, welcher der echte ist, vielleicht werde ich ein Bild auf Twitter posten, beziehungsweise unter meinem neuesten SF-Video den Namen kommentieren, weil es kann ja jeder sagen, er ist der echte. Und von daher, gut, nochmal den Rang aufgestiegen und nochmal eine Pflaume. Und weil es so gut läuft, nehmen wir, obwohl jetzt habe ich keinen Kundschafter mehr, aber egal. Wir nehmen noch einen Kampf in Kauf und sehen uns an, was da so bei rumkommt. Genau, also wer überlegt, neu anzufangen, für den ist heute 16 Uhr die perfekte Gelegenheit. Ansonsten kann es auch nicht schaden, wie schon in der letzten Folge erwähnt, auf einem alten Server aufzuholen. Das ist durchaus möglich in der richtigen Gilde. Genau, weich noch 10-mal aus. Ja, supi. Nochmal aus. Ja, bitte nochmal ausweichen. Kondis OP. Nochmal bitte ausweichen. Hey, du bist nicht ausgewichen. Was ist denn da los? Nach 20 Mal kann ich dich 2-mal treffen. Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Na eben, ausgewichen, ausgewichen. Sehr gut. Also, so läuft das bei den Begleiterkämpfen. Hat man ein Element mit einem Kundschaft am Ende, ist gleich gewinnen. Hat man es nicht, genau. Und hier nochmal 180 Ehre verloren. Das ist wirklich spitzenmäßig. Genau. Genau, genau. Und am Anfang natürlich immer nur und voll und ganz auf Erfahrungspunkte spielen. Vor allem, wenn dann am Wochenende das Erfahrungspunkte-Event läuft. Das Gold völlig vernachlässigen. Das kommt schon noch, keine Sorge. Wenn man schneller levelt, steigt man schneller im Level. Logischerweise, also wenn man immer Erfahrungspunkte annimmt. Und da bekommt man auf natürliche Art und Weise automatisch auch mehr Gold. Das ist einfach so. Also, Level Up hatte ich. Meine Begleiter hatten alle eines. Und ich komme schon den 460 immer näher. Zwar langsam, aber doch. Und folglich kann Jan der Hämmerer irgendwann vielleicht mal, naja, den Löffel abgeben. Jedoch offenbar nicht heute. So, das wäre alles mal erledigt. Dann schauen wir zu S33 rüber. Da, was tut sich da? Hier habe ich, glaube ich, heute sogar Waffen. Ja, da habe ich schon nachgesehen. Die Waffen, die ich, hey, werde ich jetzt das Level-Up erreichen? 369? Nö, noch nicht. Da fehlt noch fast gar nichts. Na Moment, das werden wir gleich haben. Und zwar holen wir uns das Level-Up ab. Und machen das hier im Wirbelwindsturm bei Ali, dem Sesamöffner. Also Sesam möchte ich aber nicht öffnen, denn Sesam ist so klein. Wie soll man den denn öffnen? Obwohl, vielleicht mit so einem scharfen Säbel ist das irgendwie möglich. Wird das ein heroischer Versuch? Das müsste rein rechnerisch noch einer sein, wenn er nicht trifft. Das ist heroisch. Ja, Tatsache, ein heroischer Versuch, dann kann man direkt nochmal angreifen ohne Pilz. Und Level Up 369, es wird. Sehr schön, würde ich mal sagen. Dann direkt, bevor ich es vergesse und dann kein Gold mehr habe, die Begleiter leveln. Oh, und die muss ich sogar häufiger leveln, weil ich das schon ein paar Mal offenbar vergessen habe.
dann der Markwort nochmal und nochmal, Kunigunde ebenfalls leveln, jetzt sind wieder alle am Maximum und so gefällt mir das. 8,6 Millionen, boah, die Dinger aus dem Wirbelwindsturm, die geben schon einiges an Gold. Nur ist die Frage, will ich hier auch wieder anfangen zu sammeln? Ich denke ja eher nicht, aber mal schauen. Inventar ist bis zum Rand hin gesteckt voll. Ich würde mal sagen, ich löse diese Ressourcen jetzt einfach ein. Soll sie mir jemand wegschnappen, ist mir auch egal. So, aber dass da mal wieder ein bisschen Platz ist. 655. Meine Gabesquellen würden mir sagen, das ist ein ganz guter Wert. Oh, schön, endlich wieder Geschicksteine, die habe ich nämlich richtig lange nicht bekommen, in die Waffe rein. Ja, sauber, sehr sauber und mit 647 bin ich auch magiermäßig gut mit dabei. 647, aber sowas von, weil manchmal verwechsel ich das mit den Servern so, weil für S14 wäre das jetzt kein krasser Wert, aber hier ist das natürlich sehr genial. So, ich genieße diesen Trank noch ein bisschen und danach wird der XXL-Trank eingeworfen. Schlender Man, 404, so viele Pilze hatte ich auf S14, glaube ich. Oh, ist das mies gegen den. Ich weiß nicht, wie ich den jemals bezwingen soll. Da habe ich echt keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht kann ich einen anderen Magier, und zwar einen Magier aus der Arena bezwingen. Oh, das war schon mal ein guter Treffer von mir. Aber der nicht. Oh. Jawohl, sehr schön. 390.000 Erfahrungspunkte. Das wird jetzt immer mehr mit jedem Level Up. Hier diese Erfahrung, bis es irgendwann 500.000 erreicht. Mit Level, ich weiß nicht, was war das, 400? Hast du nicht gesehen? Und dann wird es langsam immer weniger. Dann bekommt man wieder weniger Erfahrungspunkte. So, verklickt. Fast wieder verklickt. Ich bin so nervös wegen W19. Nein, bin ich eigentlich gar nicht. Schwächster Stein hier rein. 845. Ist echt krass. Ich habe nämlich gleichzeitig gespielt, glaube ich, auf beiden Servern. Da merkt man, dass der andere Server wohl einige Epics mehr erhalten hat. Schmied habe ich nichts reingeworfen in den letzten Tagen. So, das würde sich einfach nicht lohnen. Da warte ich nur auf irgendwelche Epics. Und dann muss ich irgendwann die Handschuhe auf 9 machen und dann auf 10. Und dann habe ich endlich das Archivaramente. Wo ist es denn? Ich müsste auch mal hier 24 Stunden am Stück ohne Ausrüstung absolvieren. Einen Gegenstand 10 Mal verbessern. Sky is the limit. Dementsprechend, genau. Yo. Und so weiter und so fort. Na gut, also, um Punkt 16 Uhr. Das geht nach der Atomuhr. Das startet tatsächlich sekundengenau, dass sich jeder seinen Namen sichern kann. W19 international mit einem EP-Event. Moment mal, wie sieht's aus auf W33? Da wäre ein Mount nicht so schlecht. Ah, geht sich noch nicht ganz aus. Vielleicht bekomme ich ja noch Pilze. So, 14 Tage lang mit dem Greifendrachen rumzulaufen und das Epic-Event, das Erfahrungspunkte-Event und dann noch eines mitzunehmen, könnte dem auch mal nicht schaden, um ein bisschen schneller zu leveln. Aber egal, für dieses Video soll es mal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen, es geht einfach. Beim nächsten Mal weiter.